Neues Thema, neuer TechBook Talk. Wir sprechen heute wieder über ein interessantes Thema aus der Technikwelt. Wir sind wie immer ich, Andi und mein Kollege Adrian. Und heute geht es um Messenger. Wir haben viel Diskussion um WhatsApp. Davor hatten wir schon viel Diskussion um Telegram. Beides sind umstrittene Messenger. Viele möchten das nicht mehr. Doch jetzt gibt es eine Alternative aus der Schweiz, die Adrian mal getestet hat. Erzähl uns mehr davon. Hi, ja, also wir schauen uns heute Telegard ein bisschen genauer an. Telegard ist ein ganz neuer Messenger, der jetzt die sichere und datenschutzfokussierte Alternative zu WhatsApp und auch Telegram sein soll. Bei Telegard handelt es sich wirklich um einen relativ grundlegenden Messenger, der so die Chatfunktion und vielleicht auch Video- und Sprachanruffunktion erfüllen soll, aber halt nicht viel mehr darüber hinaus. Also es wird praktisch, ich habe vorhin das schon ein bisschen mitbekommen, als du so ein kleines Vorfazit schon gezogen hast. Es geht tatsächlich eher um die Sicherheit und weniger um die Funktion. Erklär uns mal, was kann ich bei Telegard machen und was kann ich nicht machen, wenn ich jetzt WhatsApp-Nutzer bin? Also auf was müsste ich mich einstellen? Für WhatsApp-Nutzer ist die Umstellung natürlich ein ganz schön ein Stück größer als jetzt Leute, die vielleicht von einem anderen, noch einfacheren Messenger kommen. Telegard ist grundlegend so aufgebaut, dass man sich nicht mit einer E-Mail-Adresse und nicht mit einer Telefonnummer, wie jetzt bei WhatsApp, anmelden muss, sondern dass man einfach bei der Ersteinrichtung einen Namen sich aussucht. Das kann ein beliebiger Name sein, es muss nicht der reelle Name sein. Und bekommt dann eine Telegard-ID zugewiesen. Diese Telegard-ID ist an das Gerät gebunden und das hat zwei Implikationen. Erstens, es gibt keine Backups in dieser Chat-App, sondern man kann das nur auf dem einen Smartphone benutzen, auf dem man es eingerichtet hat. Wenn man ein neues Smartphone einrichtet, muss man auch eine neue ID sich machen. Das bedeutet auch, dass man jetzt zum Beispiel die gleiche ID nicht auf mehreren Smartphones benutzen kann. Das sind eben schon mal zwei Einschränkungen. Also man kann nicht auf mehreren Smartphones benutzen, wie jetzt zum Beispiel das bei Telegram möglich ist. Bei WhatsApp ist es zwar nicht möglich, aber bei Telegram. Und man kann nicht sein Konto auf ein neues Smartphone umziehen. Okay, das klingt auf den ersten Blick schon mal noch restriktiver, damit wahrscheinlich auch noch sicherer, wenn man jetzt danach geht, wenn es einen darauf ankommt. Bestehende WhatsApp-Chats etc., ich vermute, da sieht es eher schlecht aus anderen Messengern Chats zu exportieren beziehungsweise in Telegard zu importieren. Wie ist das? Ja, diese Funktion gibt es leider bei Telegard überhaupt nicht. Dafür muss man eben sagen, die Nachrichten, die über Telegard geschickt werden, sind extrem sicher. Zum einen benutzt Telegard wie auch WhatsApp Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, nur der Empfänger der Nachricht kann diese Nachricht am Ende auch lesen. Aber zusätzlich dazu werden die Chat-Nachrichten gar nicht auf den Servern von Telegard, also beziehungsweise dem Anbieter Swisscow, gespeichert, sondern sobald eine Nachricht zugestellt wurde beim Empfänger, wird sie von den Servern gelöscht. Das heißt, wenn ein Hacker zum Beispiel einen Angriff machen würde auf die Swisscow-Server, dass dann weder Zugriff auf die personenbezogenen Daten ist, weil man hat ja keine Telefonnummer angegeben, man hat keine E-Mail-Adresse angegeben, man hat nur diese ID und die ID ist anonymisiert. Das heißt, sie kann nicht auf die Nutzerin zurückgeführt werden. Und die Nachrichten können dadurch, dass sie nie auf dem Server dauerhaft gespeichert werden, eben auch nicht gelesen werden. Mhm. Wie sieht es mit dem Versenden von Daten aus? Ich sprich jetzt nicht nur Nachrichten, Fotos, Videos, Dateien. Was ist da möglich und wie funktioniert dort die Absicherung? Also bei den normalen Chat-Funktionen ist Telegard eigentlich so ziemlich auf der Höhe. Man kann Bilder verschicken, man kann Videos verschicken, man kann ganz normal Dateien verschicken. Man muss natürlich dem Messenger dazu Zugriff auf den Speicher des Telefons geben. Aber ansonsten verlangt Telegard eigentlich auch gar keine Zugriffe. Also es braucht weder Zugriffe auf Kontakte. Also es hat gar keinen Zugriff auf die Kontakte, wie jetzt zum Beispiel WhatsApp und Telegram. Aber damit muss man eben Zugriff auf Daten geben. Dafür kann man dann eben, wie gesagt, Bilder, Videos und Dateien verschicken. Auch möglich sind Emojis. Die App hat eigene Emojis, die ein bisschen altbacken wirken. Das könnt ihr euch im Artikel anschauen.
Die wirken für mich so wie aus den 2000er Jahren, aus irgendeinem Internetforum. Und man kann eigene Sticker runterladen und in die App integrieren, was allerdings nicht möglich ist. Und ich hoffe, dass das noch mit einem Update nachgereicht wird, sind GIFs. Also man kann keine GIFs über den Telegram Messenger verschicken. Das ist ein bisschen schade. Das hat mir jetzt so beim Testen gefehlt. Dann gibt es noch eine weitere Sache. Also man kann Sprachanrufe machen, man kann Videoanrufe machen über Telegram. Was allerdings nicht möglich ist, ist Gruppenanrufe zum Beispiel zu machen. Also es geht immer nur von einem Ende zum anderen. Okay, klingt so, als ob ein paar Funktionen auch einfach erstmal rausgelassen wurden, weil vielleicht auch die Zielgruppe jetzt erstmal eine andere ist, nicht die Spaßkommunikation unter Kumpels, sondern vielleicht dann schon die sehr sichere Kommunikation. Das Ganze, also aus meiner Sicht, ist es ja immer so ein zweischneidiges Schwert, was extrem gut verschlüsseltes Internet angeht. Also wir haben es, da muss ich jetzt gar nicht bis zum Darknet gehen, wir haben immer Sachen, je verschlüsselter und je besser die Sachen sind, ja, desto mehr laden sie natürlich auch leider zu Missbrauch ein. Ich vermute, auch hier habe ich immer im Hinterkopf, wir haben viel Kontakt auch mit einem Cyberkriminologen, der sich eben mit Internetsicherheit bzw. Internetverbrechen auch auseinandersetzt. Auch dieser Messenger wird natürlich wieder wahrscheinlich da Tür und Tor öffnen für Austausch von illegalen Sachen. Das ist immer natürlich der Nachteil. Wir haben immer die Abwägung, wie wir es auch im Darknet haben natürlich, Informationsfreiheit, sichere Informationen, auch in totalitären Staaten Informationsaustausch, der nicht von der Regierung abgehört werden kann, aber eben auf der anderen Seite leider eben auch die Möglichkeit, es eben zu illegalen Zwecken zu nutzen. Zumindest muss man dazu sagen, dass das Hinzufügen von Leuten zu Telegram jetzt nicht so einfach ist. Also während man jetzt zum Beispiel bei WhatsApp einfach irgendwelche Leute hinzufügen kann, ist es bei Telegram so, dass es nur funktioniert über die ID und auf dem anderen Ende muss die Nutzerin oder der Nutzer diese Einladung zum Messenger auch bestätigen. Das heißt, man kann nicht einfach zu Gruppen hinzugefügt werden, zum Beispiel, wenn man das nicht will. Aber natürlich hast du recht, dieses Anonymisierte und dieses sehr, sehr gut verschlüsselte und geschützte Schreiben über den Messenger bietet natürlich viele Möglichkeiten für auch illegale Aktivitäten, das stimmt. Genau. Ich würde sagen, als Fazit können wir wahrscheinlich festhalten, eine sichere Alternative ist aber erstmal was Gutes. Man muss im Hinterkopf behalten, man muss auch sehen, wie sich das entwickelt, welche Klientel das am Ende für sich entdeckt. Es wird sich ja wahrscheinlich jetzt nicht als der neue Massenmessenger durchsetzen können. Dafür ist, ich denke, das Ganze schon, das Feld einfach auch schon zu groß. Es gibt auch schon andere WhatsApp-Alternativen. Wir haben ja auch den Artikel mit Alternativen zu WhatsApp, aber auch Alternativen zum mittlerweile sehr umstrittenen Telegram. Kann man auch alles im Artikel bei uns nochmal nachlesen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir für den Test. Und ich würde sagen, wie immer, wir sehen uns beim nächsten interessanten Thema. Jo, vielen Dank.